Hey ho, Leute, alles cremig soweit? Ja, mein PC hat bei einer Aufnahme einfach mal Neustart gemacht. Viel, viel weiter bin ich jetzt nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich so eine coole Dame mit in Begleitung. Ja, das stört mich jetzt mit dem PC, ehrlich. Ich dachte, ich könnte da irgendwie laden. Aber okay, anscheinend nicht. Ich habe mich ein bisschen wo durchgeschossen. Viel ist nicht passiert. So. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir haben immer extrem viel Wir Muni sind jetzt auch dabei. gleich da. Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer Mist, ohne beeil mich. entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Oh ja. Joel, hilf mir mal eben. Wow. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger hey, von hey, mir. Hey. Hör auf damit. Oh, wer ist denn die Kleine? Das ist Lara Croft, Tomb Raider. Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Ach, Robert heißt er. Wie komme ich also auf Wir werden Paul? Nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Egal, ich kann mir seinen Namen nicht merken. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Ich nenne ihn Aber Ulf. Sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist ich keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Oh, das ist aber schön hier. Mal sehen, was ich so finde. Hau ab. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber. Ja, geh weg, hau ab. Ich habe keine Süßigkeiten. Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Ah, ich habe herausgefunden, wie man Waffen modifiziert. Hier. Da kann ich nur ein Messer machen. Ich habe kein Messer. Ja, wie jetzt? Oh, ich hab's. Habe ich jetzt in der Hand? Achso, wo könnte ich mal angehen? Was sieht verdächtig aus? Die Treppe.
Ja, genau, Kleine. Ich mache hier einen Folly auf Mission Impossible und du? Ein Karton. Hier runter. Sneaking Mode. Ja, der Modus ist voll cool. Los, mach ihn. Ja, doch. So kann ich sehen, wenn Gegner kommen. Die Kleine ist der Hammer, ehrlich. Ja, nur nicht ducken. Boah, braucht man nicht. Wo gehen wir hin? Zum Weihnachtsmann. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Mit einer Leiter. Hab nur kurz Geduld. Kann man das irgendwie bewegen? Wahrscheinlich liegt hier irgendwas rum. Oh, guck mal, das kann man schieben. Was ein Zufall. Das ist ja dufte. Bitteschön. Ja, wie jetzt? Jesus. Der Tunnel, schmuggelt ihr Sachen in euch? Nee, du? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey! Ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Ja, ne? Dann gehen wir mal hier rein. Hier ist es. Das ist aber schön. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert.
Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Ah ja. Und schon geht's los. Ah, jetzt kann ich mit den beiden Ladies kann ich jetzt reden, wo ich aber keine Lust zu habe. Weil ich hoffe, die irgendwelches cooles Zeugs rum. Ah, natürlich nicht. Oh. Testliste. Naja. Sehr interessant. War es ein Zufall, wenn ich uns nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Oh, Maschine, schaffst du es alleine? Na los. Ja, natürlich. Ladies first. Ah ja, und da unten muss jetzt... Hast du dit gesehen? Das Ding ist überhaupt nicht leise, überhaupt nicht laut, nee. Wer wartet am Treffpunkt? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie. Wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Ah ja. Natürlich, wollen wir mal, ne? Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Was meinst du, was ich vorhabe? Drücke die Knöpfe. Ich setze frei. Warte mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Dafür, dass es ein Horrorspiel oder brutal sein soll, habe ich jetzt noch nicht viel erlebt, aber ich lasse mich gerne noch überraschen. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach, wieso das? Ach du Scheiße. Kriegst eine nasse Hose. Ja, was denn jetzt? Ja, auf was warten wir? Wahrscheinlich, dass wir alle hier durchgehen. Okay. Hier geht's lang. War ja klar. Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still.
Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Scheiße! Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier! Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Sie ist also das Gegenmittel. Scheiße. Tess. Lauf! Lauf! Los! Los, komm! Oh, Scheiße! 2 Tote uniformiert. Wir nach. Schnell. Ja, Ursula, ehrlich, geh doch nicht immer dahin, wo ich bin. Auf mein Signal laufen wir. Signal. Laufen. Okay. Jetzt. Laufen. Los, los! Na klar, ich werde immer entdeckt. Bleib von dem Licht weg. Ey, geh doch mal vor mir weg. Es kann doch nicht wahr sein. Oh, ey, du bist so nervig, Mädel. Soldaten, da. Ich sehe sie, ich sehe sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Guck, so kann man die Gegner sehen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Bleib bei Joan. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Das sind 3, ja toll. Liegt hier nichts rum. Ich kann jetzt versuchen, hier irgendwie entlang zu schleichen und hoffen, dass man nämlich der Lichtkegel sieht. Oder ich erschieße ihn. Was habe ich noch? Ich ermute mal nur Lichtkegel. Wo ist denn der andere? Ich hab den noch gar gesehen. Da. Also er erkennt mich nicht wirklich. Siehst du irgendwas? Da hier. Siehst du da vorne? So weit, ja, so gut. Ich krieg's hin. Das ist aber auch einer. Also muss ich da durch, dann sind wir safe.
Ja, was macht ihr denn da, sag mal? Raucht ihr heimlich? Jetzt erklär mir mal, wie wir da hochkommen sollen. Welche ja. Hören. Moment. Mist, runter. Los. Ja, wo ist er? Da ist er. Konnte ich tapfer umgehen. Dieser Kriech, lautlos, Sneaking, Stealth-Action-Modus ist mal verdammt nice. Der weibliche Hulk. Die ist der Burner. So, wo sind wir jetzt? Noch eine Patrouille. Los, geht in Deckung. Ey, gibt's doch nicht. Jetzt komm schon, Joel. Ich komme. Es sind so viele hier draußen. Ey, das ist ja Hammer, wie viele die sind. Abkommen. Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Es sind so viele. Ja, wahrscheinlich kann ich einfach weiterlaufen. Oh, na toll, ist auch nichts drin. Das brauche ich. Oh Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch sie abzulenken. Okay. Hey, was war das? Ja, ich hab's gehört. Da sind mehr Lichter. Mist. Komm schon. Ich hab extra den scheiß Ziegelstein nach da geworfen. Ah, durchs Fenster hier können wir durchgehen. Sieht schon mal gut aus. Hier durch, na los. Ist hier einer? Nee. Ist auch vielversprechend hier. Werden wir uns weiter verfolgen? Wir sollten zumindest nicht hier warten. Bleib unten, bleib still. Was ist das? Das war verdammt knapp, Tess. Ich hoffe, du bist es wert, Kleine. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Es wird so anders. Warte mal. Mal sehen, wo es hinführt. So, mal schön die Taschenlampe angezündet. Mal gucken, wo es hinführt. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Ja. Wie sieht's aus? Hier müssten wir durchpassen. Hier gibt's bestimmt aber irgendwas anderes. 10 zu 1. Ein Feuerlöscher. Team Charlie, berichtet. Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Zu den Fahrzeugen, das hört ja schon mal vielversprechend an. So, was gibt's hier unten alles Feines? Okay. Oh ja, Wollspinz. Das meint ihm irgendwas Schönes drin. Ist es sicher? Nee? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss.
Meinst du, was ich hier mache? In der Nase popeln? So, fast volle Muni. Ach stimmt, wenn ich automatisch schlagen drücke, dann holt er die Keule raus. Ja, hier, das ist mal mächtig. Tess, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, gespannt, wo wir hinkommen. Durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay. Sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt's gehört. Aufladen. Los geht's. Na los. Weiter. Ja. War jetzt mal eine etwas anspruchreichere Folge. Deshalb verabschiede ich mich jetzt von euch. Ja, war schon ein bisschen Action mit drin. Ein bisschen schleichen. Ein bisschen die Wachen ablenken. War schon cool. Ja, ich bin jetzt gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Wo es da vorne weiter durch den Tunnel gibt. Ja. Lasst euch überraschen, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut!